So, ich würde mal sagen, eine Map mache ich noch vor dem Abendbrot essen. Gibt es nämlich in einer Dreiviertelstunde. Von daher. Ja. Mal gucken, vielleicht mache ich danach eine Abbruch sogar noch weiter. Ansonsten 6 Maps. 6 Maps? Klingt so falsch. 6 Maps, reicht das mal? Oh. Vor allem, weil das ja wieder eine Map ist, die ein bisschen anspruchsvoller ist, sage ich jetzt mal. Na komm her, trau dich. Auf den Revenant freue ich mich jetzt schon. Übrigens habe ich mich ja entschieden, ich wollte ja die Tage auch noch diesen Speedrun machen, also diesen Semi-Speedrun, einfach dieses Durchwaschen. Ist jetzt nicht wirklich ein Speedrun, aber dieses schnell durchrennen der Vanilla-Maps. Ich habe mich dazu entschieden, das wollte ich ja morgen machen, dass ich das nicht mit den Vanilla-Maps mache, sondern genau mit diesem Map-Pack, weil das ist ja soweit Vanilla. Die Tastatur sieht halt nur ein bisschen hübscher aus. Von daher fehlt hier der Revenant. Hier fehlt eiskalt der Revenant. Am besten sollte ich das gesamte Map-Pack hier aufgeben und dann auch nochmal neu starten im Ultraviolence-Modus. Ist ja schon ein bisschen lame hier. Wow. 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 Digga, ein Gitterfahrstuhl mit Gitterboden. Gitterfahrstuhl mit Gitterboden. Ist das geil oder was? Guckt euch das da unten an. Wie es da richtig reinfließt. Alter, das gibt's doch gar nicht. So. Erstmal Zeugen beseitigen. Da hinten ist auch noch die Spinne. Ach nee, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Wow. Dafür haben wir 4 von diesen nervigen Dingern da. Ist ja nett. Ah, super. Hoffentlich nervt die dich noch mehr als die Spinne. Hallo? Scheiße. Ach, das geht doch wieder hoch. Ich dachte gerade schon, wir müssen jetzt runterspringen. Lol, sogar mit Tür, die ich nicht aufbekomme. Ach doch. Oh, ist ja geil hier. So, der Schalter war es auf jeden Fall nicht, dass der hier für verantwortlich ist. Die Frage ist nur, wie kriege ich denn die Walze da oben aktiviert, oder ist da gar keine Walze mehr? Boah, fuck. Der ist gar keine Walze mehr, oder? Oh Mann, Alter. Okay. Muss ich also doch manuell abfetten. Dann kann ich jetzt sogar ganz glücklich sein, dass hier keine Spinne ist. Weil eine Spinne mit manueller Fertigung dürfte ein bisschen schwieriger werden, habe ich gehört. Digga! Die knüpft ja ganz schön ab hier. Oh, Alter! Schieß doch mal! Holy moly, was ist hier los? Wir haben noch 96% Leben, das ist doch ein Witz! Da ist ein Schalter und da ist ein Schalter. Interessant. Digga, das ist eine Treppe! Lol, sieht das geil aus! Alter, guckt euch das an! Starkstromkabel! Auch wenn es da mit dem Blau und Rot natürlich ein bisschen Schwachsinn ist, aber gut. Hat sich so etabliert bei den verschiedenen Spielen. Normalerweise wäre das Rot und Schwarz.
Warum sich dieses mit dem Rot und Blau durchgesetzt hat, ich weiß es nicht. Weil normalerweise ist Blau der Nullleiter, beziehungsweise eigentlich der Minuskontakt. In der Gleichstromtechnik arbeitet man aber nicht mit einem Minuskontakt, sondern mit einem Massepotenzial. Und Masse ist generell schwarz. Dementsprechend sind die Leitungen nicht rot und blau, sondern rot und schwarz. Nur dieses typische Kinderverständnis ist halt, dass es halt rot und blau ist. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht. Wahrscheinlich, weil blau dieses Minus entspricht. Wobei ein Minus in dem Fall eigentlich eher für negative Spannungen steht und nicht für Null. Weil Null ist nicht negativ, ne? Schon alleine daher macht es Sinn. Ich möchte ein Kind von dieser Treppe, jetzt sofort. Danke. 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 Ach, guckt euch das einfach an von hier. Was ist das hier eigentlich? Achso, Kabelkanal. Uah. Direkt reingelatscht. Oh. Man kriegt also auch, wenn man dann daneben Schaden. Na komm her. Trau dich. Oh Alter, ich feier. Oh. Ich feier gerade so wie in dieser Treppe hier ab. Und ich bin gleich tot, das weiß ich. Ach. Perfekt. Auch wenn dank meiner Dummheit das Healthpack gerade bei dir 4 Punkte eingebracht hat. Danke dafür, Eiblali. Ah, da ist ja eine blaue Perle. Sehr schön. So, wir haben jetzt... Die blaue Karte haben wir gerade bekommen, ja. Mich stellt sich aber auch die Frage, wofür der rote Schalter eigentlich ist. Vor allem, wie kommen wir hier runter? Achso, klar, springen. Hä? Oh! Oh! Nein, ich wollte nachladen. Tut sich jetzt gerade irgendwas? Nee, ne? Nicht wirklich. Oh! Achso. Da hat er gerade schon jetzt ein Secret. Ich wüsste gerne, was die Schalter hier machen. Weil es gibt 4 Stück davon. Kann doch nicht sein, dass sie keinen Zweck haben, oder? Ich gehe mal nochmal nach oben. Vielleicht haben die jetzt irgendwas aktiviert. Alter, der Fahrstil hier ist sowieso das Beste. Das sieht aus wie ein richtiger Oldschool-Fahrstuhl in so einem Bergwerk. Na, schau mal einer an. Hinten ist eine Tür. Ja, um die werden wir uns ja gleich mal kümmern. Erstmal gehen wir rüber. Hier ist irgendwas, da ist irgendwas, aber hier ist jetzt nichts dazu gekommen, oder? Ne, das ich sehe. Ja, das Geländer ist natürlich scheiße, wenn man da direkt drauf gehen kann, dann kann man trotzdem runterfallen, trotz Geländer. Ist also nicht kinderfreundlich, meine Lieben. Gut, hier ist gar nichts. Da versuche ich mal dahinter in die Tür reinzugehen. Wow, das war ein gewagter Sprung. Die hat ja gar keine Funktion. Aber wozu sind denn diese 4 Schalter? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Oder das ist einfach nur eine Trappe. Na gut. Vielleicht offenbart sich der Grund dann noch später. Oh, ja. Ah, dieser Fahrstuhl, Alter. Es ist einfach so fucking awesome. Genauso wie sich mir die Frage stellt, wie dieser Schalter eigentlich ist.
Ah, okay, verstehe. Diese vier Schalter sind dafür da, damit der hier funktioniert. Wow. Hätte man mir auch ein bisschen früher sagen können. Hätte ich die Viecher nicht mit Takeshen Einzelkampftechnik scheuchen müssen. Schieß doch mal! Du Arschgeburt! So. Wow. Wow. Das sieht ja mal geil aus. Sie haben mich getroffen. Oh nein, ich bin verwundet. Digga. Ein richtiges Warenlager hier. Lasst mich alle in Ruhe. Kann man irgendwie rein? Das ist jetzt auch ein richtiger Frachtenaufzug, richtig hier mit Stahlseilen. Oh! Ja, hier haben wir auch dran gearbeitet an dem Raum. Ohne Zweifel. Wow! Er hat eine überlebt. Dafür. So, die kann ich mir glaube nicht holen. Also andersrum, die will ich mir nicht holen, aber ja, ich komme nicht in den Raum rein, ohne die mir zu holen. Das ist natürlich schade. Ich wollte mir nämlich vorsorglich die blaue Rüstung holen, aber geht leider nicht. Das ist natürlich Bullshit. Dann ist nämlich die blaue Rüstung da hinten komplett verschwendet. Weil das Ding gibt mir gleichzeitig 200 Rüstung. Lava! Das ist mein neuer Lava. Wow! Ja doch, komm. Kann man mal machen. Oh. Man kommt da gar nicht mehr lang. Hat mir gerade ganz schön viel Leben gekostet. Fuck. Aber gut. Sieht das geil aus. Oh. Wenn da Lava ist und da Lava herkommt, dann kann ich mir davon ausgehen, dass da hier drin überall Lava ist, oder? Fuck. Das war gerade so nicht geplant. Ja, ach so. Nein, die Waffe. Dankeschön. Na gut, ich dachte schon, hier ist direkt Lava. Wobei man eigentlich trotzdem dafür sorgen könnte, dass man hier Schmerzen bekommt, also Schaden bekommt. Weil ich meine, Triva wird garantiert ganz schön heiß. Und wir bekommen jetzt hier drauf stehen können und erstmal in Ruhe picknicken können. Boah, Alter, ist das nicht offen. Oh, sieht das einfach geil aus. Also ich meine, diese Wellenschlagen von dem Lava sind natürlich ein bisschen unrealistisch, aber gut.
Das hat ja nichts mit der Map zu tun, sondern ist einfach Shader bedingt, beziehungsweise Texture Effect bedingt. Ja, vor allem, dass es hier drunter so Wellen schickt, ist natürlich extrem scheiße jetzt. Na gut. Soll nicht unser Problem sein. Oh, hier gibt es soweit gar nichts mehr. Oh, nein. Oh, Alter, ich darf schon nicht mal jetzt rein. Gut. Wir für unser Teil können wieder zurückgehen mittels diesem Lastenaufzug. Hä? Wusste ich's doch. Hat man locker gesehen, dass da eine extra Textur ist. Ist hier ein Secret? Gibt's hier was gratis? Hallo? Ah! Gut, hätte die haben wir bereits. Leider. Und mehr gibt's hier auch nicht. Schade. Wir hätten hier ruhig mal noch ein paar Secrets hinzufügen können. Wäre schon geil gekommen. Boah. Kommt man da rein? Vor allem, da geht's hoch, oder? Kommt man da rauf? Fuck. Ich will da ja drauf. Ah. Ich will mal kurz gucken, ob es da weitergeht. Nee, da geht's nicht weiter. Schade. Achso, erstmal wieder rauszoomen. Ja, ich habe reingezoomt, um nicht hier schon alles andere zu sehen, was hier noch so alles kommt, weil ich wollte ja mich nicht selber spoilern, sondern wollte nur gucken, ob es da oben weitergeht. Und ich mich einfach nur zu dumm anstelle. Aber da geht es in Wirklichkeit gar nicht weiter. Das habe ich da gefressen, mit Haut und Haaren gibt es da. Dankeschön. Digga. Ist das ein Augenschmaus? Sieht das hier geil aus oder sieht es hier geil aus? Ich überlasse euch mal die Entscheidung. Hä? Weil es hier eine Schräge ist, rutscht man praktisch die Schräge runter. Nur leider rutscht man nicht runter, weil hier ein Grund ist. Und deswegen rutscht man praktisch auf den Grund drauf. Wiu! Lol. Wow, achso. Da hatte gerade schon, weil ihr durch Dusche ist, dass sie runtergeht auf einmal, aber. Das war nur gerade nur eine optische Täuschung. Lohnt sich noch nicht. Lohnt sich wahrscheinlich auch nie wieder. Der verbrennt ja gar nicht. Voll unrealistisch und so. Das muss gebugfixt werden. Okay. Nein, das war. Wo denn? Kommst du mal her? Na, geht doch. Alter, man erkennt die Augen fast gar nicht hier drinne. Weil hier alles leuchtet. Erstmal hier umgucken, bevor die Gegner kommen. Aber gut, so viel hat sich jetzt hier noch nicht geändert, außer dass hier ein paar Dinge hinzukamen. Dann nichtsdestotrotz. So, okay. Dann. Holen wir mal hier den Gegner. Boah, nein, nicht versenkt. Scheiße. Jetzt lohnt sich das. Achso. Ja, man, bitte alle Gegner umbringen hier. Fuck. Nein!
So. Hätten wir, müssen wir nur in einen Teleporter reinrennen. Also das haben sie jetzt relativ unrealistisch gemacht. Hier ist gar keine Verbindung zwischen diesen Stäben hier und dem und der Platte. Die Platte schwebt komplett in der Luft. Okay, das ist jetzt ein bisschen unschön. Die Balken hier schweben auch komplett in der Luft. Ach Leute. Oh, da nicht reingehen. Wahrscheinlich ist das wieder direkt Secret. Ah ne, noch nicht. Da ist ein Schalter. Gut. Ja, Tropfen gab es drinnen leider nicht zu sehen. Wo ging es runter? Hier geht es runter. Warst du das? Ja. Dankeschön. Achso, ja gut. Hätten wir also doch da noch Ding mitnehmen können. Die bekommt man ja auch. Dieses, was auch immer das nochmal ist. Megasphere. Glaube ich, so war der Name. So, mal gucken, ob wir noch ein bisschen Rüstung, ein bisschen Munition abstauben können. Oh, Raketen. Mit ganz viel Glück auch noch ein bisschen Shotgun. Ja, hier ein bisschen. Ansonsten eher so weniger, leider. Fuck. Wir haben zu viel Shotgun benutzt. Das war nicht voraussichtlich. Voraussichtig. Na gut. Nichtsdestotrotz. Oh. Auch nochmal eine schöne Fahrstuhlsequenz. Oh, ich glaube, ich weiß jetzt, welches Level jetzt kommt. Ich glaube, ich weiß, welches kommt. Ja, ich weiß, welches jetzt kommt. Leute, die schon genauso viel Doom gespielt haben wie ich oder noch länger, wissen auch, was jetzt kommt. Gut. Egal, das war's jetzt erstmal. Vielleicht spiele ich heute Abend noch ein bisschen. Also es ist ja mittlerweile schon 6:30, aber heute Abend. Ansonsten, denn morgen, nachdem ich denn dieses Speedrun gemacht habe, dieses Durchwaschen, wo ich dann wahrscheinlich jetzt die 6 Levels, die ich jetzt gerade gespielt habe, an einem Stück komplett durchwasche, soll ich einfach mal wieder drauf Bock haben. Von daher, ciao mit V.